Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Yakuza Kiwami. Wir bringen Hundi Futter. Ja. Einmal Dog Food, bitteschön. Kleiner Hundi! Nein. Glaub, dem geht's nicht gut. Was ist das? Das ist eine kluge Erklärung. Ah, weißer Mote. Ich wette mit euch, das gibt's jetzt genau in dem Shop nicht. Das finde ich cool gemacht. So. Es wird der andere Store sein. Vitamin Water. Normales Water. Ich nehm's mal mit, weil hier Vitamin Water steht. Aber das wird 100 pro falsch sein. Table Water brauchen wir wahrscheinlich. Wo könnten wir das bekommen? Ah, das wird wahrscheinlich der andere Shop hier sein. Ja, wir laufen eh dran vorbei, das heißt, müssen wir eigentlich hier geradeaus und dann links. Der Millennium Tower ist auch krass. So, wie sieht's aus? Ja, sag ich ja. Gut, dann laufen wir weiter. Gehen Sie mal aus dem Weg. Es stören. So. Und dann als weiter rennen. Dann wird das schon. Moin. Der Store ist hier gleich vorne. Sehr gut. Und am Ende ist hier auch kein Wasser da. Wir kaufen erstmal die ganzen Läden auf, ne? Ich hab keine Ahnung, wir können dem Hund Sake geben. Boss Rainbow. Hier Döns. Der hat Mineralwasser, aber Mineralwasser ist das nicht. Mit Kohlensäure immer? Schlimmstenfalls gibt's noch den hier. In der Nähe sind, würde ich sagen, wir rennen da jetzt hin. Oh, hier gibt's Hot Dogs. Wo wir gerade bei Hunden sind. Okay. Aber hier steht überall irgendwelche Leute aus irgendwelchen Familien. Entschuldigt bitte. Das ist gerne. Hatte gerade gut gegessen und da wird man immer so furchtbar müde. So. Naja, der hat fast das gleiche. Okay. Die haben immer fast das gleiche, ne? Aber nur fast. Ah, genau, hier ist der Pawnshop. Gut, hier ist noch ein Store. Da ist noch was. Ja, aber man muss kein Wasser importieren, Alter. Das wäre jetzt das aller Schlimmste. Apropos. Energy Reserve, wenn you're close to the. Okay, jetzt können wir Dinge leichter sehen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Wir gucken erstmal, ob das Wasser, was ich jetzt habe, reicht. Oder genügt, oder. Ja, ich laufe richtig.
Ja, fast. Die nächste links schon. Hundi. Ja. Welche? このままじゃ飲めないか。水を入れる皿もひ。Oh nein. Was ist das denn für eine Mission? Aber wir lernen echt alle Shops kennen, ne? Ich würde hier hin. Also quasi eins und dann links. Eins weiter und dann links, genau. Dann hier links rein. Ich gehe mal davon aus. Meine Güte, sind die Gassen hier zum Teil eng. Ich find's so schön. Auf der anderen Seite. Ich find's krass, dass die die gleiche Welt für Yakuza Zero genommen haben. Na, ist klar, spielt in der gleichen Welt und so. Mal schauen, ob die nächsten Teile auch hier spielen werden. Enter. Don Quixote. Paperplate. Ein Lumber. Ich wollte noch gucken, was sie haben. Die Musik immer im Hintergrund, ey. Hier gibt's genug zu essen, hier gibt's ordentlich was zu trinken. Wetten von vornherein. Eine Binding. Stomach. So gut. Throwing Power of Boost. Ein Gentleman. So gut. Der Umbrella, den man nutzen könnte, um Gegner zu verprügeln. Auch geil. Dass es die auch noch gibt. Karaoke. Ob es diesmal wieder Karaoke geben wird? Ob wir die Familien prügeln müssen? Ich habe keine Ahnung. Ich fand es ja mit den Bossen bei Yakuza Zero so gut. Man musste ja echt alle verhauen. Das war eigentlich eine ganz geile Sache mit den, auch mit dieser Langzeit-Mission. No, okay. よし、飲んでるな。これでまた飯も食うようになるはずだ。 やっぱりお腹減ってたんだ、この子。さっき孤児院にいるって言ってたな。うん。本当に母親はこの町にいるのか。多分手紙にはそう書いてあったから。でもまだお母さんに一度も会ったことない。どうするんだこれから。他にこの辺に頼れる人は。私には お母さんとユミお姉ちゃんだけだから。ユミ？うん、お母さんのお姉ちゃん、いつも手紙持ってきてくれた。おい、どうした？疲れた。いや、 müde。 だ、そっちの調子はどうだ？セレナに逃げたのか？それが、ちょっと困ったことになってな。バッカスに行ったんだが、情報は得られなかった。全部消されちまってた。じゃあ。というわけ。何？じゃあバッカスのマスターも？ああ、そうか。 Okay, los geht's, würde ich sagen. Okay, let's go.
Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht in irgendeinen Stress kommen. Ich hoffe sehr. Okay, die... Nee, das klappt nicht. Wir müssen so und dann links. So, auf geht's. Na krass. Dass er jetzt ein Kind auf dem Arm hat, wer hätte das gedacht? Oh oh. Hey, you think it's fair to hog the whole road? Street Thugs. Kommt her, Leute. Wisst ihr, was ich gar keinen Bock habe? Auf so Nervensägen wie euch. Bleib liegen, Junge. Bleib einfach liegen. Boah, der hat zwei Dritte bekommen und weg ist er. Tschüss. Okay. Wir bringen sie heim. In Serena. Lena, この子。伊達さんっていう刑事さんから電話で聞いたわ。熱があるみたいね。奥の部屋に行っててくれる？今薬持ってくるから。ああ、頼む。Und der Hundi? さてと、薬も飲ませたし、あとは寝ていれば大丈夫よ。きっと一時的なショックと疲労が原因ね。様子を見よう。そう、ショックだったろうね。そんな怖い思いして。何か食うもんでも作ってやってくれないか。おじさん。あら。ここは？私のお店。よろしくね、はるかちゃん。俺の友達で、レーナだ。ねえ、あの子犬は？え？あの子大丈夫かな？元気になったかな？ああ、大丈夫だ。本当に？それ、この子のこと？あ、よかった。もう会えないかと思った。ついてきてたのか。この子も嬉しそう。はるか、さっき、弓お姉ちゃんって言ってたな。個人に手紙を届けに来てくれたって。うん、すごく優しいんだよ、弓お姉ちゃん。毎月ひまわりに来てくれて、お母さんからの手紙とかお土産とか。え？ん？お前、ひまわりにいたのか。うん。そして母親の姉は弓。どうかしたの？お前のお母さん、名前は何て言うんだ？瑞希。え？知ってるの、お母さんのこと。ねえ、お母さんどこ、どこなの？いや、俺も探してるところだ。ユミのことも。ハルカ、ユミの居場所は？うん。そうか。ねえ、おじさん、私も一緒に、いい？さっきのところで、お前の母親の店を聞こうとしてたんだ。今は手がかりが何もない。私、知ってるよ。アレスでしょ。本当に？はるかちゃん。うん。だから一緒に。私だけじゃどうしてもお母さんに会えないから。ねえ、おじさん、いいでしょ？他にどうしようもねえな。Ich, glaube mal, Mizuki...Mizuki war, glaube ich, auch, wenn es die gleiche ist, in Yakuza Zero. Ui, muss nochmal hier reden mit den Leuten, oder was? Oh, was? Also nochmal rein. Ja, ja, ich hab's ja gesehen. Und wir werden wohl wieder die Bars leiten müssen. So wie es schon aussieht. Okay. Oji-san, すぐにアレスに行く?
Yeah. Yeah, let's go. Shuppatsu. Jaiko. Let's go. Okay, let's go. あ、レッツ。これもつい最近知ったんだ。まさかあの場所に、あんなでかいビルが建ってるとはな。あの場所？昔、いろいろあった場所だ。この町にいろんな思い出があるんだね。まあな。おじさんは、なんで母さんを探してるの？話すと長くなるが、俺は弓を探しているんだ。それで妹の水木、つまりお前のお母さんなら何か知ってるんじゃないかと思ってな。そうなんだ。弓お姉ちゃんもどこ行っちゃったんだろう。お前はどうしてお母さんを探しに来たんだ。どうしてって自分のお母さんだよ。理由がなくちゃ探しちゃダメなの。いや、野暮なことを聞いた。ちょっとちょっと。あいや。あなたたちどういうご関係？え、どういうって。で、何？あなたこの子のお父さんかなんか？Oh, nee, das ist die falsche Frage. Yeah, 違う。お父さんじゃないのに、こんな時間に女の子を追いかけてるの？ああ、そうだ。素直だね。結構結構。二人とも悪いけど、署まで来てくれる？ダメだよ、おじさん。私、ひまわりに連れ戻されちゃう。まあ。その辺も署でゆっくりね。ほら、行くぞ。We need to run. 何やってんの？今逃げようとしたね。なんで逃げようとするんだね？ああ？はい、そこまで。ああ？おまわりさん。なんだい？これ以上。お父さんのこといじめないで。No. お父さん、見た目の割に気が小さいの。だからさっきから動転しちゃってて、父に代わってお詫びします。だから、もういじめないでください。ああ、じゃあ、本当にお父さんなんだね。あ、ない。お父さん、あんた、いい娘さん持ったね。あんたももうちょっとしっかりしなくちゃな。もういいですか？ああ、いいよ。Okay, also. Wie gut, dass wir nicht gelogen haben. Aber ja. 手紙を届けに来てくれたんだろう。うん、お母さんからの手紙。毎月ひまわりに。最近、ユミに変わった様子はなかったか？変わった様子？あ、そうだ。何があった？ユミお姉ちゃん、最近シャンプーを変えたかも。髪の毛すごくいい匂いがしてたんだよ。そっか。あ、wird er wohl der Onkel werden, ha? Ich bin so gespannt. ここだよ、おじさん。Da drin ist der Ares. この中に店を構えるなんて簡単にできることじゃない。きっとお母さん頑張ったんだよ。そうだな。私こんなに高い建物登ったことないよ。上からはどんな景色が見えるのかな。カムロ町どころか東京中が一望できるだろうな。すごいな、お母さん。Dann lass uns reingehen. そういや、さっき警官に呼び止められたとき、よくとっさにあんな嘘を思いついたな。
私とおじさんが親子だってこと？知らない人から見たら別におかしくないでしょ？大した名演技だったぜ。将来は女優になれるかもしれないな。さすがにそれは無理だよ。しかし俺もいつの間にかそんな歳になっちまってたのか。子分ならまだしも小学生の子供か。想像もつかねえな。子分の方が想像つかないよ。Glaub mir, Mädel. Nicht nur einmal. ちょっといい？何してるんだ？おじさん、60回押して。あ？あ。驚いたな。暗証番号か。お母さんがね、手紙で教えてくれたの。お店の自慢の一つだって。Was uns da wohl begegnet?Ich würde aber sagen, auf jeden Fall eine nächste Folge. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.